genau, sprechen, wenn die heute hierher gekommen sind und sich die Zeit genommen haben. Auch ein großes Dankeschön an Verdi, dass wir heute hier oben stehen dürfen und zu euch sprechen dürfen. Ich bin von der Ausbildung her Kinderpflegerin, Erzieherin, habe obendrauf noch das Studium zur Kindheitspädagogin neben dem Beruf absolviert. Leider kennen die meisten unseren Beruf nicht, beziehungsweise unser Studium, wissen nicht, wozu wir da sind, warum wir eingesetzt werden, warum es das Studium überhaupt gibt. Auch die Arbeitgeber hinken da noch sehr hinterher. Wir sind aber da, es ist eine ganz große Menge. Und ich muss kurz überlegen. Finden einfach, dass sich das Studium lohnen soll, dass sich was bewegen sollte. Qualität in den Einrichtungen wird gefordert. Professionell ausgebildete und kompetente Pädagogen, aber viel dafür gegeben wird leider nicht. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich habe den gleichen Berufsweg hinter mich gebracht. Ich habe angefangen als Kinderpflegerin, habe die Ausbildung zur Erzieherin gemacht und studiere jetzt Kindheitspädagogik. Und ich finde es ganz erschreckend, dass wir unseren Beruf, die Kindheitspädagogen, nicht in der Stellenbeschreibung finden. Das bedeutet, wir kommen nicht in den Tarifverträgen vor und es bedeutet auch, dass es für uns explizit keine Stellenausschreibungen gibt. Das ist ein Zustand, da bin ich der Meinung, der muss einfach geändert werden. Ein Studium muss sich lohnen. Positioniert, macht euch mal bemerkbar, die Kinder als Pädagogen, dass man sieht, ihr seid da. So, super, dass ihr dabei seid. Jetzt gebe ich weiter an Holger vom Landratsamt München. Lasst uns den Holger begrüßen. Hallo miteinander. Ja, Kolleginnen und Kollegen, Landratsamt München, da stehen wir. Hallo nochmal. Wir sind natürlich weniger Erzieherinnen, weniger Erzieher, weniger Kinderpfleger. Wir sind Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagogen und Sozialpädagogen. Und das sind wir sehr gerne. Ein wichtiger Teil unserer Arbeit und das, was uns identifiziert, ist, dass wir mit dem, was wir tun, uns nicht nur um die Schwächsten in der Gesellschaft kümmern, sondern vor allem auch das Rückgrat der Gesellschaft stärken. Das ist das, weshalb ich diesen Beruf gewählt habe. Weshalb wir heute da sind. Nun, heute Morgen in der U-Bahn habe ich Zeitung gelesen von meinem Gegenüber und da war die Schlagzeile, heute ist Ihr Glückstag. Und da habe ich mir gedacht, ja, Glückstag, das will ich auch haben. War ein Bild mit der Sonnenfinsternis. Gut, die hatten wir heute auch schon. Und vielleicht kann man das als schicksalhaftes Ereignis betrachten, vielleicht kann man das als Zeichen einer Zeitenwende auch sehen. Das war jetzt so für mich nicht gedacht. Weshalb ich meine, dass heute der beste Tag ist, um hier zu stehen und unsere Forderungen vorzubringen, ist etwas anderes. Heute ist in Deutschland Equal Pay Day. Equal Pay Day habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist der Tag, an dem deutlich werden soll, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Und wenn ihr euch jetzt umguckt, wie viele Frauen stehen hier, wie viele Männer stehen hier, es ist ganz klar, der Sozial- und Erziehungsdienst ist weiblich geprägt und deswegen ist auch ganz klar, weshalb wir hier stehen, weil wir nämlich einfach viel zu wenig Geld verdienen für die Arbeit, die wir machen. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass die Forderungen, die wir haben, keine egoistischen Forderungen sind, sondern dass die Forderungen, die wir haben, eine faire, gerechte Forderung im Sinne der Gesellschaft ist, die wir hier stellen. Deswegen ist für mich deutlich, dass wir eigentlich gar nicht anders können, als hier stehen, wenn wir den Beruf ernst nehmen, den wir gewählt haben. Ich für meinen Teil sehe mein Glück nicht in der Sonne und in den Sternen. Ich sehe mein Glück hier in der Hand und ich denke, wir können unser Glück greifen, wir können selber umsetzen, was uns wichtig ist. Wir können hier auf die Straße gehen, wir können Lärm machen, wir können deutlich machen, was wir wollen. Und genau das machen wir. Und ich sage einfach nur weiter so. Wir sehen uns, wir hören uns. Viel Energie und Dankeschön.
habe. Auch das Heilpädagogische Zentrum ist mit dabei. Und dementsprechend darf ich jetzt Evi Krafts Mutter begrüßen. Herzlich willkommen, Evi.